Und jetzt kommt ein Highlight, sage ich mal, über das ich mich besonders freue, nämlich der Mike bringt Ihnen jetzt eine ganz einfache Übung bei, mit denen Sie die Kata mit Kollegen oder Interessierten üben können. Und das Besondere daran ist, das ist die gleiche Übung, die wir beispielsweise morgen auch hier machen. Wir machen nämlich Kata im Klassenzimmer. Wir bringen die Verbesserungs- und Coaching-Kata Lehrern bei, um gleich von Anfang an jungen Menschen diese Denkweise, systematische, wissenschaftliche Denkweise beizubringen. Und die Übung, die Sie jetzt in Ihrer Tasche haben, ist exakt die gleiche Übung, die wir morgen auch mit Lehrern machen werden, hier Mike und ich zusammen. Und unterschätzen Sie das aber nicht. Genau diese Übung ist auch bei Top-Management-Treffen eingesetzt. Ich war gestern mit dem Jeffrey Leiker in München und da haben wir das mit 20 Top-Führungskräften gemacht. Das funktioniert genauso bei Führungskräften wie bei Schülern, also eine ganz witzige Sache, ein sehr universelles Tool. Mike, und ich freue mich, wenn du jetzt uns diese Methode hier nochmal auf aktuellem Stand beibringst. Alright, danke. Du sagst, die sind froh nach dem Essen, happy und so. Und was sagte der Prof? Der Schein von der Realität, den wir... Ja, das ist meine Wahrgebung, ja. Ich nehme es, ist meine auch. Ja, das macht das. Ja, stimmt. Ich muss ja gestehen, ich habe gleich gegoogelt, ne, was das mit dieser Wahrnehmungsverzerrung und so auf sich hat. Stimmt ich gar nicht, ne? Nein, das stimmt. Das stimmt. Aber das ist überlebensnotwendig für uns. Wir müssen das, was wir sehen, bei uns im Kopf einordnen können, in das, was es in eine Bedeutung für uns. Und das machen wir halt auf unserer Erfahrung basieren. Und nachdem das der 5. Kata-Praktika-Tag ist, erlaube ich mir einfach, meine Wahrgebung sagt mir, die Leute sind glücklich und zufrieden und freuen sich jetzt auf deine Präsentation. Wenn das nicht so ist, dann lasse ich mir davon das Weltbild auch nicht zerstören. Okay. All right. So, wir wollten einfach, die Zeit ist knapp und wir machen das einfach mal ganz schnell durch. Mitunter, weil es ist irgendwas, was wir tun können, nicht nur zuhören, sondern wir können es ein bisschen tun. Also Zeit ist knapp, aber es macht Spaß und da kommt doch was bei raus. Wir haben, wie Konstantin schon erklärt hat, irgendwann fällt der Groschen, wir quälen uns hier mit Erwachsenen ab, ja, die schon festgefahrene Routinen haben, warum fangen wir nicht etwas früher an? Ja? Und das macht enorm Spaß. Wenn man das erste Mal mit Schülern arbeitet, mit Kata, macht man den normalen Weg, den man mit Erwachsenen macht. Ja? Heute arbeiten wir so, aber die Kata-Art ist es ein bisschen anders. Ja? Und die Schüler gucken einen natürlich an, wie wir arbeiten so. Ne? Also den Teil kann man komplett weglassen und einfach, hey, hier ist eine coole Methode, wie ihr schwierige Ziele erreichen könnt. Und dann wollen wir das mal machen. Dann sagen die, okay, können wir mal machen. Ja? Und dann ordnen die das irgendwie ein. Also es macht richtig Spaß. Kata im Klassenzimmer verbreitet sich gerade in Deutschland, in den USA. Die Firma Ravensburger unterstützt uns sogar. Nicht finanziell, aber mit deren Puzzles. In Schweden und Italien und Kroatien, glaube ich, ist auch Interesse, beziehungsweise es geht immer weiter. Wenn Sie Lehrer kennen oder sowas, so verbreitet sich das. Wenn Sie eine Gruppe von mindestens 20 Leute zusammenbringen können, darunter auch mehrere Lehrer oder so, und dann machen Sie die Übung mit Lehrer als Teilnehmer, dann können die das sofort in Ihrem Unterricht machen. Das braucht eine Unterrichtsstunde. Die ganzen Unterlagen, alles sind kostenlos im Netz herunterzuladen. Und das machen wir einfach mal durch. Vor einigen Monaten kam eine Dame auf mich zu. Sie ist verantwortlich für Training in einer Firma in Ann Arbor, wo ich wohne. Und sie sagt, du, wir machen schon länger Kata, aber wir brauchen irgendeine Einführung. Einfach die erste Einführung für, worum geht es hier denn überhaupt? Für unsere Manager. Und unsere Manager haben es nicht so gerne, eine Stunde lang PowerPoint zu gucken. Hättest du da was für uns, was ein bisschen mehr Hand-an ist? Und da habe ich gesagt, hey, wir haben diese Übung für Klassenzimmer. Das müssten wir dann vielleicht leicht verändern. Zum Beispiel, wir benutzen gleich eine Fragekarte, eine Reflexionskarte. Die ist für das Klassenzimmer. Die ist für Anfänger, für Schüler gedacht.
die ist ein bisschen anders als die 5-Fragen-Karte, die Sie in Ihrer Tasche haben. Ja? Das heißt, wenn Sie das jetzt als Übung in einem Konzern oder einem Unternehmen machen möchten, vielleicht ist die Karte eher angebracht. Also so kleine Änderungen kann man machen, aber als Einführung auch für Business-Gruppen funktioniert es auch. So, die PowerPoint-Unterlage für den Lehrer hat Anweisungen und ich folge auch die Anweisungen. Die sind aber nicht hier drauf und so werde ich beide benutzen. Die ersten Folien, die der Lehrer bekommt, sind einfach Infos, wie man das überhaupt macht. Und dann geht es einfach damit los. Heute werden wir eine Kata üben. Ich lese einfach mal ab, wie der Lehrer das machen wird. Heute werden wir eine Kata üben. Weiß einer von euch, was eine Kata ist? Bernd ist dabei, Helge ist dabei. Ja, die Dame, was ist eine, also Sie sind jetzt ja Schülerin, glaube ich. Ne? Was ist eine? Schülerin würde ich sagen, ja, ist etwas, das man immer wieder gleich macht. Okay, und kennen Sie vielleicht vom Musikunterricht, dass man da die Skalen übt oder vielleicht macht ihr Sport und ihr müsst das eine gewisse Bewegung üben oder sowas. Das ist im Grunde genommen eine Kata, beziehungsweise eine Kata ist eine Routine, genau wie, ich sag mal, du, wie man im Klassenzimmer, ich glaube, sagt man in Deutschland, ne? Im Klassenzimmer, du, ja, interessant. Eine Kata, you can say you to me. Oder Lutz, was sagtest du, auf den Holzweg umgesetzt, you are on the woodway, ja, yeah? Yeah. Wow, very nice. Genau wie du schon gesagt hast, eine Kata ist eine Routine, die du einübst, damit dieses Muster eine Gewohnheit wird und dir neue Fähigkeiten verleiht. Ja? Und dann gibt die Lehrerin oder der Lehrer ein paar Beispiele. Heute üben wir das Muster der sogenannten Verbesserungskata. Und das ist eine wissenschaftliche Routine, die du verwenden kannst, um schwierige oder schwere Ziele, Herausforderungen zu erreichen. So, und das ist schon die Verbesserungskata. Da gibt es 4 Schritte. Wir haben es auch als Poster hier da. Und die 4 Schritte sind einfach, verstehe die große Richtung, ich mache es mal auf dem Bildschirm, verstehe die große Richtung, die Herausforderung, wo willst du langfristig hin? Was ist diese große Aufgabe, die ein bisschen Angst macht? Ja? Wie schaffe ich das denn? So weit weg, ja? Der 2. Schritt ist dann zu verstehen, wo bin ich denn überhaupt jetzt gerade? Und wenn ich das verstehe, dann kann ich als 3. Schritt sagen, okay, wo möchte ich als nächstes auf dem Weg zu diesem großen Ziel sein? Wir müssen das große Ziel nicht auf Anhieb, nicht auf einmal erreichen. Und wenn ich weiß, wo ich als nächstes hin will, dann kann ich anfangen, genau wie ein Wissenschaftler, zu experimentieren. Ich kann Sachen ausprobieren, ein bisschen davon lernen und ich finde schon meinen Weg dahin. So, einige Kernpunkte zu dem Thema Verbesserungskata beziehungsweise zu den 4 Schritten. Du musst nicht auf Anhieb die Herausforderung meistern, wie ich gerade sagte. Obwohl sie einem Angst macht, ist okay. Die ist da draußen. 2. Der Weg dahin ist nicht ganz vorhersehbar und ist auch nicht geradelinig. Wie ihr seht, manchmal geht es ein bisschen zurück. Heute Morgen hieß es ja, 4 Schritte vorwärts, 2 zurück. Das ist genau richtig. Und das ist ganz normal. Das ist komplett normal. Da müssen wir bei den Erwachsenen, das ist, für den Erwachsenen ist das nicht normal, ne? Das ist ein unerwünschtes Terrain. Und der 3. Punkt, den ich machen möchte zu den 4 Schritten ist, du experimentierst, um das nächste Ziel zu erreichen und dadurch wird das Ganze eigentlich wissenschaftlich. So, für diese Übung bauen wir dieses Puzzle mit 15 Teilen. Einige Male und wir werden messen, wie lange das jedes Mal dauert. Würde in den Taschen ist ein Kit, das sieht aus wie so, würde ihr 1 rausnehmen, ihr braucht nur 1 und das auf den Tisch legen. Genau, so. Bitte nehme das Puzzle aus die Tüte, Tasche heraus, schaut euch das Bild mal an. Das Puzzlebild, ja,
dann nimm doch mal die Teile aus dem Rahmen und tu den Rahmen zurück in die Tasche. Wir werden diese Übung ohne den Rahmen machen. Und jetzt baue einfach mal das Puzzle ohne Zeitaufnahme. Einfach mal das Puzzle gemeinsam bauen. Ja, gemeinsam bauen. Ihr könnt es bauen. Einmal bauen. Ja. Ach, die sind schon fast fertig. Wow. Auch schon fertig. Okay, jetzt müssen wir ein paar Sachen machen. Und zwar wähle als erstes einen Teamnamen. Nur mal ganz kurz unter euch, wähle einen Teamnamen. Okay, der nächste Schritt. Bestimme einen Protokolleur. Sage ich das richtig? Protokolleur? Und der Protokolleur, schreibe bitte den Teamnamen obendrauf. Auf das Formular. Schreiben Sie bitte Ihren Teamnamen obendrauf. Lass mal fragen, es sind zu viele Teams, dass wir überall fragen, aber Ralf, was habt ihr für einen Teamnamen? Achtzylinder, wow. So die letzte Äußerungen des Otto Motors, das ist da drüben, okay. Was haben Sie für einen Teamnamen? Kataku. Okay, hat noch jemand Kataku? Nee? Ja? Sonst was mit Kuh? Thilo, was habt ihr für einen Namen? Tomatencremesuppe. Tomatencremesuppe. Wow, okay. Das ist ein buddhistischer Spruch. Wir müssen jetzt stundenlang raten, worum es da geht. Ne? Und dann durch. Und noch eine. Wie heißen Sie? Kata? Frühstück. Okay, super. Alright. Jetzt noch eins. Sie brauchen einen Zeitstopper. Der Zeitstopper braucht ein Smartphone mit der Stoppuhrfunktion. Bitte einen Zeitstopper wählen. Und der Zeitstopper wird wohl nicht mitbauen, weil Sie die Zeit stoppen müssen. Zeitstopper, Hände hoch. Kann ich mal sehen? Hand hoch. Haben Sie einen? Ja. Zeitstopper. Da hinten habt ihr einen? Ja. Okay, gut, danke. Alright, next slide. So, wir haben einige Grundregeln für heute. Nummer eins, es gibt eine Startposition. Die Startposition ist wie folgt. Die Puzzleteile sind zufällig gemischt und liegen auf dem Gesicht, mit dem Gesicht nach unten, in einem kleinen Turm auf dem Tisch. Machen Sie es mal kurz so hin. Sehen Sie, da ist der kleine Turm. Das war übrigens ein PDCA. Die Schüler haben immer gesagt, was ist denn wie meinen Sie Stapel? Und dann hat eine Schülerin, eine ganz kleine, gesagt, meinst du einen Turm? Ja. Das Formular, das Sie sehen, Bernd hat mir geholfen, Bernd Mittelhuber, am Anfang war es nur zum Einfüllen, wie wir das normalerweise gewöhnt sind. Ne? Und die Schüler sind so klasse, die geben ein Feedback, ohne dass man, ja, die füllen es einfach nicht aus. Ja? Und ich sage, okay, das müssen wir ein bisschen anders machen. Also die treiben einen richtig voran. It's really good.
Die Hände, wenn wir starten nicht gleich, aber die Hände sind dann flach auf dem Tisch, wie Sie sehen im Bild, und nicht reden. Wenn es ruhig ist, können wir dann losgehen. Zweiter Punkt, wir starten immer gleichzeitig. Alle Teams starten gleichzeitig, das heißt, ich werde Start rufen, dann können Sie das Puzzle bauen, dann können Sie natürlich reden. Das war auch von einem Schüler. Ja, dürfen wir reden, wenn wir das Puzzle machen? Ja, gute Frage, ne? Habe ich dann hier reingeschrieben. Ihr könnt natürlich reden und vermerke die verlaufene Zeit dann im Formular. Ne? Also Ihr Zeitstopper würde dann Ihre Zeit stoppen. Und dritte Grundregel für heute, bitte nicht auf das Puzzle schreiben, sonst können wir sie wieder nicht verwenden. Das ist auch eigentlich die einfache Lösung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 hinten drauf zu schreiben. Ja. Okay. Lasst uns eine Grundzeit für Ihr Team festlegen. Und zwar ist das diese Seite von dem Formular. Drehen Sie es vielleicht um, wenn Sie auf der Experimentierseite sind. Ich werde jetzt gleich Start rufen. Bauen Sie, stoppen Sie und dann warten Sie ein bisschen, bis wir eine zweite Runde. Wir müssen aber zwei Basisrunden haben. Okay, bitte gehen Sie in Startposition. Zeitstopper sind bereit, ja, ich sehe. Bitte? Wie viel darf man bauen? Sie können, die Frage ist, wie viel sollen bauen? Sie können so viel, wie Sie möchten. Alle bauen, ja, oder einer baut, wie Sie möchten. Ja. Okay, starting position, please. Wenn es ruhig ist, können wir dann loslegen. Starting position. Und Start. Wenn Sie fertig sind, diskutieren Sie ein bisschen, was möchten Sie als nächstes Mal probieren, ändern. Okay, dann gehen Sie bitte wieder in Startposition für die zweite Grundzeitrunde. Sorry. Machst du das immer so, dass du hier schon verbessern lässt von der ersten Zeit? Ich will, dass Sie von der Lernkurve runterkommen. Startposition bitte. Ja. Was ist? Kann ich das Handmikro haben dann? Und zwar schnell. Hallo? Test. Test. So, da sind Test. Hallo? Ah. Okay. Danke, so. Hallo. Test. Hallo. Test. Da sind wir. Okay, sorry, wir hatten ja gerade ein Problem mit dem Mikro. Okay, für die zweite Runde Startposition. Wow, ist jetzt schon ruhig. Okay, everybody ready? Start.
Der geht jetzt? Okay. Dankeschön. Und dann die verlaufene Zeit notieren, bitte. Okay, all right, sehr gut. Lass uns weitermachen. Eines, was man in dem Klassenzimmer merkt, ist, wie die Lehrerinnen und Lehrer den Raum beherrschen. Es ist beachtlich, ja, mit Kindern und so. Das ist wirklich, wirklich toll. Lass uns die 4 Schritte der Verbesserungskarte jetzt einfach mal machen. So, der erste Schritt ist die Herausforderung verstehen. Und die Herausforderung für dieses Puzzle, um dieses Puzzle zu bauen, ist 15 Sekunden. Ja, das ist, denken Sie dran, das ist unser langfristiges Ziel. Und es ist eine schwierige Herausforderung. Ja? So eine Herausforderung kommt oft von oben. Wir können sie oft nicht entscheiden im Leben. Die Herausforderungen, die wir haben, kommen manchmal auf uns zu und wir müssen sie einfach so nehmen, wie sie sind. Okay. So, ein paar Kernpunkte über Herausforderung. Ja. Wir haben es oft mit Herausforderungen im Alltag zu tun. Kein Grund, sich zu sorgen. Die 15 Sekunden sind in der Tat ein bisschen schwierig. Ja. Man hört vielleicht ein bisschen Popo auf den Sitz rum. Das ist normal. Das ist normal. Wenn Sie den Sound hören, das ist ein normaler Sound. Ja. Es geht besser, wenn wir Plastikstühle haben, ja, dann hört man das mehr. Eine Herausforderung ist oft sogar ein guter Richtungsgeber für uns. Sagt uns eigentlich im Leben, hey, wo müssen wir überhaupt hin? Ja, also es ist nicht immer schlecht, es ist sogar manchmal eine gute Sache. So, Schritt Nummer 2 der Verbesserungskarte. Erfasse den Ist-Zustand. Mich interessiert jetzt Ihre letzte Grundzeit, nicht den Durchschnitt, wir nehmen eigentlich nie den Durchschnitt, sondern einfach die letzte Grundzeit. Wir haben zu viele Gruppen hier, um alle zu fragen, aber fragen wir mal einige. Jens zum Beispiel, was ist eure letzte Grundzeit gewesen? Die Skala hat nicht ausgereicht, ja. 52 Sekunden. 52, okay. Und bei euch? 44,5. 4,5, ah ja, okay. Bei euch? 34. Bei Ihnen? 30. Ja, was? War das Bernd? Oder? Ja, bitte. 28, wow. Das ist der Startpunkt für Ihr Team. Ja? Und im Grunde genommen konkurrieren Sie mit sich selbst. Dort, wo Sie anfangen, da müssen Sie dann einfach von dort aus weitermachen. Hier ein paar Kernpunkte. Also, das haben wir jetzt, sorry. Verstand da noch was? Was war die letzte Grundzeit? Kommt noch? War da was Englisches? Hier? Nee. Irgendwo drin. Okay, sehen wir gleich. Ein paar Kernpunkte über den Ist-Zustand zu verstehen. Es ist wichtig zu verstehen, wo du dich gerade befindest. Ja? Und zwar bevor du das nächste Ziel setzt. Es ist keine gute Idee, einfach willkürlich Ziele zu setzen, einfach aus der Luft zu greifen, sondern man sollte sein nächstes Ziel darauf basieren, wo bin ich jetzt und wo möchte ich als nächstes sein, auf dem Weg zu der größeren Herausforderung. Ja? Und dadurch ist das Ziel von bedeutend für dich und dein Team. So, jetzt können wir eigentlich Schritt 3 machen, bestimme den nächsten Zielzustand. Jetzt könnt ihr entscheiden, wo ihr als nächstes hin wollt, beziehungsweise wir haben hier die 15 Sekunden, aber wo möchten Sie als nächstes hin? Das können wir gleich diskutieren, ein paar Kernpunkte. Du kannst eine große Herausforderung zerkleinern. Wie schon gesagt, man muss nicht in einem Satz beziehungsweise einem Tag dahin. Setze ein einfacheres Ziel auf dem Weg dorthin. Wenn du das erreichst, kannst du weitersehen. Das ist sogar eine sehr gute Methode zu arbeiten. Ja? Wir können heute 5 Runden experimentieren. Die Frage ist,
Welche Puzzlebauzeit möchte Ihr Team in 5 Runden heute erreichen? Bitte nehmen Sie 90 Sekunden und diskutieren Sie in der Gruppe. Wo möchten Sie heute hin? Hey, es funktioniert. Okay. So, ich würde jetzt ganz gerne von Ihnen hören, was euer Ziel für heute ist. Und zwar interessieren mich 2 Fragen. Was war Ihre letzte Grundzeit und was ist Ihr Zielzustand, der 3. Schritt der Verbesserungskata? Was ist Ihr Zielzustand für heute in 5 Runden? Können wir einfach hinten anfangen. Letzte Grundzeit und Zielzustand. Grundzeit waren 30 Sekunden. 18. Okay, 30 auf 18 ist schon ein bisschen... Sagt man ambitiös oder so? Ja, finde ich gut. Gelbe Zone. Wir haben uns nicht getraut, was anderes zu nehmen. Wir schaffen 15 Sekunden. Okay, wo sind Sie? Nee, 2 Fragen. Was ist Ihre jetzt die letzte Grundzeit? 30. Und Sie wollen 15. Also es kommt oft vor. Das ist anders als das Cutter-Denken, aber es gibt so viele Teams im Business, die sagen, ja, sofort, schaffen wir. Und... überlegen Sie als Manager, was möchten Sie beibringen? Ja, Sie müssen Ihre Leute in die gelbe Zone bringen. Also der Zielzustand soll herausfordernd sein, einen ein bisschen nervös machen. Aber Kata ist nicht einfache, über Selbstbewusstsein. Ja? Also überlegen Sie sich, die 15. Ja? How about you guys? Also, 31... 20, okay, ja, tough. Und hier? 33 auf 20. 33 und 20, okay. Und hier? 32, 25. 25, okay. Das ist, Sie könnten das Team, hallo, können wir bitte, eine Diskussion, sorry. Nochmal das Team bitte, nochmal. 32 auf 25. Auf 25. Was halten Sie davon? 32 auf 25, wir haben 5 Runden. Ist ja gar nichts, ne? Was schlägst du vor? Ja, 17 mindestens. Ja, 17 ist schon ziemlich... Ja, die müssen, das sind ja unsere Mitarbeiter, die müssen erfolgreich sein. Wir sind Coaches, ja. Also vielleicht 22, 23 so, ja. Ich höre noch keine Arschbacken auf Sitz. Ja, wir bringen die Coaches bei. Bei Toyota ist der Coach darf nicht machen. Ja, kann nicht, wie der Baseball-Coach in dem Bild. Ja. Aber der Coach ist verantwortlich für das Ergebnis. Wenn das Ergebnis nicht kommt, kriegt der Coach dann, komm mal, was machst du mit deinen Leuten? Warum? Ne? Der Coach muss zusehen, dass, oder ich immer anders, wenn Ihr Mitarbeiter ein Ziel setzt, das Sie schon wissen, dass Sie erreichen können, ja, Sie sind in der grünen Zone, ja, ich mache einen Zielzustand, hier, ich mache einen Zielzustand, aber ich weiß schon, ich schaffe das, ja, und man kommt an dem Tag an und der Zielzustand ist erreicht, man hat nichts Neues gelernt, Sie haben diesen Mitarbeiter nicht befähigt,
Er sagt dann einfach, er oder sie sagt, ja, ich wusste schon, ich kannte das. Kata, was soll das? Ja? Andererseits, wenn Sie Ihren Mitarbeiter einen Zielzustand, der Mitarbeiter schlägt den Zielzustand vor, Sie schlagen die Herausforderung vor oder geben sie vor, der Mitarbeiter sagt, ich schlage vor, das ist der nächste Zielzustand und dann gibt es ein Hin und Her, ein Coaching. Wenn der Mitarbeiter sagt 15, ja, und Sie sagen, das schafft er nicht und man kommt an den Tag an und man ist zu weit von den 15 entfernt. Wenn man nah dran ist, ist es okay, aber wenn man zu weit ist, dann sagt der Mitarbeiter, ich habe doch gesagt, ich schaffe das nicht, ich kann sowas nicht, ja. Und so haben Sie den Mitarbeiter auch nicht befähigt. Deswegen war es heute sehr wichtig, dass der Coach erstmal diese Verhandlung aushandelt und dann zuseht mit dem Mitarbeiter an der Hand, bis dahin coacht. Natürlich, der Coach kann ja nicht machen, sondern nur die Vorgehensweise. Ja. So, wo waren wir? 28 und 17. 28 und 17, okay. Das ist gelbe Zone, ich höre. Ja. 39 und 18? 41, 20. Warte mal. Achso, der nächste Schritt war nur noch. Ja, dann sind es 39 und 29. 39 und 29. Also es ist in 5 Runden, nicht die nächste Runde, ne? Ja. Ja. Nee, nur, es geht um den Zielzustand am Ende von 5 Runden. 18. Ja? 18, ja. 18, okay. Das ist dann, jetzt höre ich wieder Arschbacken auf Sitz. Ja. 41,20. Okay, das ist eine Herausforderung. Okay, uns läuft die Zeit weg, wir können nicht den Rest des Raums machen, aber wir wollten zeigen, das ist eine Stelle, wo auch im Klassenzimmer ein bisschen Coaching notwendig ist. Ja. Okay, so, auf der Experimentierseite vom Formular, zeichnen Sie bitte Ihren Zielzustand als Linie ein und markieren Sie es mit ZZ. Also ziehen Sie eine Linie quer über das Formular, wie hier gezeigt. Super, all right. Okay, jetzt sind wir an den Punkt angelangt, wo wir auch eigentlich experimentieren können, endlich zum Zielzustand hin. Also Kernpunkte über das Experimentieren. Kernpunkte über das Experimentieren. Wir wissen nie im Voraus, wie wir das Ziel erreichen werden. Das ist egal, welches Ziel Sie haben. Wir wissen nie genau, wie es läuft. Nummer 2, wir müssen unsere Ideen testen. Ja, bitte. Sie haben gleich eine Chance, zu experimentieren. Das kommt. Sie müssen Ihre Ideen testen. Das ist eigentlich die Kernaussage für diese Übung für die Schüler. Wenn ich eine Idee habe, muss ich sie testen. Ja? Eine gute Taktik, um ein schwieriges Ziel zu erreichen, ist zu experimentieren. Probiere was aus, beobachte, was passiert und passe entsprechend dem, was man lernt, an. Und das ist, was der Prof heute Morgen sagte. Ich mache 4 Schritte nach vorne und 2 zurück. Oh, ich habe was gelernt, jetzt kann ich ein bisschen justieren. Allerdings, um von einem Experiment zu lernen, sollten wir aufschreiben, was wir erwarten und was tatsächlich passiert. Und dann können wir diese 2 Sachen vergleichen. Das ist wichtig. Ja. Also die Taktung für das Experimentieren, wir nehmen 3 Minuten pro Runde. Wir werden wie vorher Start rufen. Sie machen das Puzzle und notieren die verlaufende Zeit. Dann könnt ihr sofort diskutieren, was ihr als nächstes testen wollt. Und dann schreibt die Ideen, die ihr testen wollt, oben auf das Formular. Das heißt, hier oben kommen die Ideen zum Testen rein. Später können wir noch kurz besprechen, Sie können mehr als ein Variable auf einmal ändern. Ja? Das ist wegen dem Klassenzimmer und das können wir später diskutieren, das ist sehr interessant. Da schreiben Sie Ihre Ideen rein, was wollen Sie testen, stichpunktartig ist völlig in Ordnung. Hier werden Sie dann, also das ist das englische Formular, auf Deutsch steht da Ergebnis. Das ist die Veränderung, plus 10, minus 5, irgend sowas. Ja? Und natürlich hier unten ist die verlaufene Zeit. Okay? Das ist das Formular und wie man es benutzt. Jetzt möchte ich, dass Sie kurz diskutieren und Ihre Ideen in diesem Teil des Formulars einschreiben, was Sie im ersten Experiment ausprobieren möchten. Ja, Frage? Der Rahmen soll weg sein. Ja. So, bitte 90 Sekunden, schreiben Sie rein, was möchten Sie als erstes testen?
Okay. So, jetzt noch ein Punkt zum Experimentieren. Noch ein Punkt, dann können Sie auch experimentieren. Könnt ihr. Nehmen Sie bitte die Karte kurz, die große Karte, die in der Tür... Achso, ich glaube, jeder hat eine in der Tasche drin. Also, zumindest habt ihr eine auf dem Tisch, glaube ich. Ja? Okay. Nach jeder Experimentierrunde werden wir in einem Team diese Reflexionsfragen stellen. Ja? Da werden wir also einmal durchgehen. Vielleicht, wenn ihr eine Tasche habt und die Karte, es wäre gut, wenn jeder so eine Karte hat. Könnt ihr gleich rausholen. Könnt ihr jetzt machen, wenn ihr wollt. Ja. Kurz die Karte rausholen. Ja, da müsste doch eine Karte drin sein, oder? In der Tasche? Okay. Das heißt, wir können experimentieren. Also wie gesagt, es gibt 3 Minuten. Sie machen Ihr Experiment, notieren die Zeit und dann können Sie sofort diskutieren, was Sie als nächstes testen wollen. Sie kann alles ändern. Sie können aufstehen, sitzen bleiben, einer baut, alle bauen. Sie können bei den Nachbarn irgendwas abgucken. Ist alles möglich. Ja? Alright, starting position. Startposition, erstes Experiment. Startposition. So langsam kommt's. Startposition. Okay, start. Und notieren Sie bitte, was Sie als nächstes testen möchten. Bitte notieren. Doch, ihr seid voll drin. Merkst du es nicht?
Okay, Reflexionsrunde. Welches Team möchte die Fragen antworten? Welches Team möchte die Fragen antworten? Bitte? Wirklich, nicht wirklich? Ja? Carsten, möchtest du? Okay, meine Damen und Herren. Ah ja, danke, stimmt, Mikro. Folgen Sie bitte mit der Karte mit. Also in der Schule haben wir natürlich eine Tasche mit alle Karten drin. Jetzt haben wir die Karten natürlich verteilt in den Taschen. Wir entschuldigen uns dafür. Folgen Sie einfach mit. Ich stelle die Fragen, Carsten, wenn du aufstehen könntest. So, was ist dein Zielzustand? Unser Zielzustand ist es, das Puzzle in 22 Sekunden zusammenzubauen. Okay, wo befindest du dich gerade? Und das ist die letzte Zeit. Ja, da befinden wir uns bei 43 Sekunden. Okay. Was wolltest du im letzten Schritt ausprobieren und hier einfach vorlesen, was in dem Kasten steht? Oh, oh. Ja, also wir wollten von den Seiten aus anfangen, das Ding zusammenzubauen. Oben, unten, rechts, links. Okay. Und was war das Ergebnis bzw. die Veränderung? Müsste auf dem Formular stehen. Ja, das Ergebnis war, wir haben eine Sekunde gespart dadurch. Okay. Wir sind von 44 auf 43 gekommen. Okay. Was hast du gelernt? Dass das so nicht geht. Ja. Wir haben uns zum Beispiel gegenseitig behindert. Ah. Also man hat die Puzzlestücke nicht sehen können zum Aha. Teil. Ja. Und dann war das Zusammenstecken auch schwierig. Okay. Weil die waren ja schon teilweise zusammengesteckt, dann passte das Ding nicht mehr rein, dann muss ich wieder anheben, dann gab es Nacharbeit, okay. Sowas. Okay, ja, gut. Und was ist dein nächstes Experiment? Bitte einfach vorlesen. Ja, das ist eine Arbeitsteilung vorzunehmen. Also Hallo, bitte. Also erstmal, wir arbeiten zu dritt statt mit vieren. Ja. Und okay. Arbeitsteilung, einer oben, einer unten, einer Mitte. Okay, gutes Experiment. Dankeschön. Okay, bitte gehen Sie in Startposition für die zweite Experimentierrunde. Startposition. Das ist ein Vertrauenssystem, das Sie gemischt haben, ja? Okay, Starting position. Starting position. All right. Starting position, please. Start. Und diskutieren Sie dann, was Sie als nächstes testen möchten. Nicht überziehen, sondern eher ein bisschen kürzer, wenn man danach.
Viertel nach ist die Pause, ne? Ja, kriegen wir hin. Danke. Und notieren Sie dann bitte, was Sie als nächstes testen möchten. Okay, Reflexionsrunde. Wer möchte die Fragen stellen? Wer möchte die Fragen stellen? Haben wir zwei Mikrofone? Ja. Wer stellt die Fragen? Und wer möchte die Fragen beantworten? Bei Ihnen jemand? Ja? Okay, Coach. Bitte aufstehen, danke. Und Lerner, bitte aufstehen. Und alle anderen, bitte auf der Karte mitfolgen, insofern Sie die Karte haben oder vor Augen haben. Schießen Sie los. Und übrigens, desto höher der Manager, desto schwieriger ist es, dass wir die Manager dazu bringen, einfach die Karte zu lesen. Später können Sie variieren, ja, beim Anfang. So, bitte. Hallo, was ist dein Zielzustand? 18 Sekunden. Wo befindest du dich gerade? 31. Was wolltest du beim letzten Schritt, ihr beim letzten Schritt ausprobieren? Wir wollten, ja, wenn ich das jetzt lesen könnte. Wir haben das Bild weggenommen. Wir haben das Bild weggenommen. Wir haben, was heißt denn das? Teamhilfe, ja, genau. Ja, wir haben eine Aufgabenverteilung gemacht, wir haben oben gemacht, wir haben vorsortiert, wir haben von oben gemacht, von unten gemacht und dann haben wir es zusammengesteckt. Was war das Ergebnis, die Veränderung? Wir haben uns verschlechtert, aber aus dem Grund, weil wir uns auch nicht eins zu eins an unsere Vorgaben gehalten haben. Und also weil, was war die, einfach die Frage ist, was war das Ergebnis? Einfach was war das Ergebnis war 31. Nee, die Veränderung. Und jetzt 24, das zweite Mal 24, ja. Sorry. Und was steht im kleinen Kasten da? Nee, da drunter. Ergebnis. Die Veränderung ist plus sieben, also sieben besser. Okay. Was hast du gelernt? Was habt ihr gelernt? Wir müssen uns an unsere Rollen halten, die wir vorher vergeben. Wir müssen eine ganz klare, also die Aufgaben müssen sehr klar sein und es dürfen nicht zu viele gleichzeitig arbeiten. Was ist euer nächstes Experiment? Das nächste Experiment ist, dass wir einer dreht um, sortiert wird gleichzeitig, dass einer den Himmel sortiert, der andere sortiert die grünen äußeren. Dann legen wir separat den Himmel zusammen, wir legen separat den grünen Rand zusammen und der dritte von uns tut dann die inneren reinsetzen. Okay, danke schön. Viel Erfolg. Besten Dank. Ganz kurz, eins, was wir im Laufe des Schuljahres dann dass die Lehrer oder Lehrerinnen beibringen sollen, ist die Trennung zwischen Ergebnis und Gelerntem. Das gleiche Problem haben wir in der Firma, wo man macht ein Experiment und dann sofort beginnt, das zu interpretieren. Ja? Und wie hieß die Aussage von dem Professor? Die Wahrnehmung, die eigentlich gar nicht stimmt. Wahrnehmungsverzerrung. Ja. Wahrnehmungsverzerrung. Also um diese Wahrnehmungsverzerrung entgegenzukommen, muss man aufschreiben, was habe ich erwartet. Was ist tatsächlich passiert? Und wir trennen sogar zwischen Daten, einfach jetzt erstmal die Daten. Und das ist die Frage, was ist das Ergebnis? Das sind meistens Zahlen. Und dann kann man sagen, so jetzt machen wir den Vergleich und was lernen wir dadurch? Okay, wir haben die dritte Runde kommt. Bitte geh in die Startposition. Wenn Sie soweit sind, einfach die Hand heben, wenn Sie in Startposition sind, dann kann ich sehen. Startposition. Right. Okay, start.
Und notiere bitte Ihre nächste Ideen zum Testen. Okay, Reflexionsrunde. Wer möchte die Fragen stellen? Haben wir gerade noch eine Runde, ja? Ja. Wer stellt die Fragen? Sie lernen am meisten, wenn Sie mitmachen. Kriegen Sie mehr für Ihr Geld, ja? Lutz, wer möchte die Fragen beantworten? Vielleicht von hier drüben, Team. Hallo, irgendjemand? Bitte? Okay, ja? Wenn Sie aufstehen und dann haben wir Coach und Lerner und alle anderen folgen bitte mit Ihren Karten die Diskussion mit. Okay. Sie können gerne aufstehen, wenn Sie möchten. Dann sehen wir Sie. Super. Ready? Okay. Was ist dein Zielzustand? Der Zielzustand sind 19 Sekunden. Wo befindet ihr euch gerade? Wieder im kleinen Rückschritt, 24 Sekunden. Was wolltest du im letzten Schritt ausprobieren? Wir wollten die Teile nicht im Verbund anlegen, sondern mit Bedacht einzeln anbauen und mithelfen, wenn jemand anders mit seinen Teilen, weil wir hatten Aufgabenteilung gemacht, wenn jemand fertig ist, also bei dem anderen helfen. Und was war das Ergebnis? 24 Sekunden. Die Veränderung eigentlich. Achso, plus vier. Leider, okay. Plus vier. Ja. Okay, ist okay. Was habt ihr gelernt? Wir haben gelernt, dass wir dass was wir vorhatten, schon gut war, dass wir aber bei der Teileausbreitung am Anfang einen ungeordneteren Zustand hatten als in der vorherigen Runde. Und dass wir da nochmal schauen, dass wir da jetzt angreifen. Okay. Und was ist euer nächstes Experiment? Wir haben es jetzt noch nicht ganz fertig aufgeschrieben. Wir haben gesagt, den Fokus wieder auf die Mitte zu legen, also von innen nach außen zu bauen. Und mehr haben wir jetzt noch nicht, aber das auf jeden Fall. Danke, viel Erfolg. Danke. Kurze Bemerkung. Sie sagten leider. Ja, haben Sie es auch gehört? Man sagt leider, ne? Ich glaube, in Deutschland ist auch gerade eine Diskussion über Fehlerkultur. Ja? Ich meine, in den USA haben wir mehr Fehlerkultur als hier, aber wir sagen auch leider, wenn wir schlechter werden. Obwohl, wie Sie sehen im Poster, ne, die Zeit geht zurück. Ja? Ist natürlich eine prima Gelegenheit. Wir machen das jetzt alles ziemlich schnell, um überhaupt ein Muster zu zeigen. Eigentlich mehr nicht. Ja? Aber überlegen Sie, wie eine Lehrerin oder ein Lehrer im Laufe des Jahres diesen Punkt wiederholen könnte. Der Benefit, also in Unternehmen mal kurz, der Benefit kommt von dem Zielzustand. Und der Zielzustand bei der Verbesserungskarte, auch bei Toyota, hat einen Termin, ein Datum. Ja? Und oft fragen Leute in Betriebe, ja, was nutzt denn der Schritt? Was bringt der Schritt? Welche Verbesserung bringt der Schritt?
Und das ist fatal. Da bleiben Sie für immer und ewig nur im Status quo. Ja? Es sind nicht die Schritte, die den Vorteil bringen, es ist der Zielzustand, der den Vorteil bringt. Und der Prof sagte heute, 4 Schritte vorwärts, oh, ich habe was gelernt, 2 zurück. Ja? Fehlerkultur ist schwierig, denn wenn wir sagen, ja, ja, macht nichts, ja, 4 Sekunden ist okay, komm her, und so. Damit, das ist nicht gemeint. Das ist auch respektlos. Respekt ist, oh, wir haben einen Zielzustand, zu dem Termin zu erreichen, aber der Weg dahin ist gepflastert mit allen möglichen Sachen. Ja? Es ist also ein hartes Arbeiten, aber es ist ein wissenschaftliches Arbeiten. Ja? Es ist nicht, jeder Schritt muss was bringen, und es ist nicht, ist okay, ist okay. Es ist mehr so ein mittlerer Weg. Ja? Oh, okay, das war nicht gerade, was wir erwarteten. Und oft, wie Sie wissen, kommen die besten Erkenntnisse von den Momenten, wo es nicht gerade läuft, wie man erwartet hat. Da kommen neue Gedanken auf. Bitte in Startposition für die 4. Runde. Den Türmchen bauen, falls Sie noch nicht Turm gebaut haben. Sie sind soweit. Okay, starting position, please. Starting position. Starting position. Go. Oder Start. Ja, einfach wer will, ja. Oder? Wer möchte? Und bitte notieren, was Sie als nächstes testen möchten. Okay, Reflexionsrunde. Wer möchte Fragen stellen? Sie lernen am meisten, wenn Sie mitmachen.
kriegen mehr für ihr Geld. Lutz, du hast schon. Jemand hier drüben? Fragen stellen? Wählen wir mal einen aus, ja. Fragen, Antworten, hier an dem Tisch vielleicht. Jemand? Ja, okay, super. Okay, alle andere bitte mit der Karte mitgucken. Ja, hallo. Ladies and Gentlemen. Was ist dein Zielzustand? Unser Zielzustand ist es, dass wir bei 28... Also warte mal, nochmal. 18 Sekunden rauskommen. Kannst nochmal von vorne, ja. Was ist dein Zielzustand? Mein Zielzustand oder unser Zielzustand ist, dass wir bei 18 Sekunden Montagezeit... Wo rauskommen. Befindet ihr euch gerade? Aktuell befinden wir uns bei 28 Sekunden. Okay. Was wolltest du im letzten Schritt ausprobieren? Wir wollten im letzten Schritt ausprobieren, dass die Teile in der Mitte einzeln zusammengelegt werden und einzeln in der Mitte montiert werden. Also das heißt, wir haben eine Montagelinie in der Mitte errichtet, wo quasi zwei Leute außen zusammengelegt haben, die glatten Teile, also die mit dem Rand, und in der Mitte wurde dann montiert. Okay, was war das Ergebnis, die Veränderung? Ja, die Veränderung war minus eine Sekunde. Also was habt ihr gelernt? Wir haben gelernt, dass der Kollege, der in der Mitte die Teile zusammengelegt hat, doch relativ lange Wartezeiten hatte, also Stillstände hatte. Punkt. Was ist euer nächstes Experiment? Ja, weil der Mitarbeiter in der Mitte eben gewartet hat, ist unser nächstes Experiment, dass wir die Teile schon in der Mitte vorher zusammenlegen und über eine Karte danach in die Mitte transferieren. Ah, also okay. Als Element quasi. Als Experiment. Genau. Ja. Okay, sehr gut. Vielen Dankeschön. Dank. Super. So, damit wir noch ein paar Sachen sagen können, beziehungsweise jetzt noch das diskutieren können, und ist ein bisschen laut vielleicht, ja, gleich piept's, und wir wollen die Pause um 19:15, also mehr oder weniger einhalten, schlage ich vor, dass wir die fünfte Runde nicht machen. Also, der Chiropraktiker-Tag ist jetzt im Eimer. Ja, also, wow. Nur rote Kugeln heute. Ja. Okay. So, paar Sachen. Das eine ist, wir wollen ja im Grunde genommen ein Muster beibringen. Und ich kann ja die letzte Folie zeigen. Was die Lehrerin dann sagt, ist, Zusammenfassung, was sind die vier Schritte der Verbesserungskata? Das Poster hängt im Klassenzimmer. Am Anfang haben wir das Poster riesengroß gemacht. Und man merkt, die Lehrerin nimmt es dann runter, wenn die Wände im Klassenzimmer sind voll. Ja? Und so machen wir das Poster vielleicht nicht ganz so klein, aber nicht super groß. Ja? Dann bleibt es vielleicht hängen. Aber wir können die Frage mal stellen. Was sind die vier Schritte der Verbesserungskata? Schritt 1? Die Herausforderung erstmal kennen, ja? Die große Richtung, die wir haben wollen. Okay, zweiter Schritt, den Ist-Zustand verstehen. Dritter Schritt, den nächsten Zielzustand definieren. Genau, gut. Also auf dem Weg, ja? Basierend auf wo wir sind und auf dem Weg zur Herausforderung. Und dann der vierte Schritt der Verbesserungskata: Experimentieren zwischen Ist-Zustand und Zielzustand. Okay, dann kann die Lehrerin oder der Lehrer auch fragen, wo können wir sonst das Arbeitsmuster der Verbesserungskata verwenden? Und was wir den Lehrern sagen ist, obwohl das Spiel jetzt mit den Schülern gemacht wird, sie sind unser Ziel. Wir täuschen uns nicht, dass eine einstündige Übung irgendwas hier oben ändert. Das wird nicht passieren. Wenn wir das mit 100 Lehrern machen und 10 davon finden das interessant, das Muster, lassen das Poster an der Wand hängen und im Laufe des Schuljahres benutzen das Muster wieder. Hey, wir haben jetzt diese große Aufgabe, wo wir einen Bericht schreiben müssen über 3 Wochen oder so. Und folgt das Muster. Wir haben Lehrer in Michigan, die machen die coolsten Sachen. Eine Klasse hat einen 3D-Drucker bekommen. Und so hat sie gefragt, was möchtest du drucken? Ja, und da kommen die dollsten Dinger bei raus, ja, Herausforderung. Und das sagt sie, das ist deine Herausforderung. Wo bist du jetzt? Ich habe noch nie 3D-Drucker gemacht. Okay, was möchtest du als nächstes machen? Und sie coacht sie dahin, dass sie vielleicht sagen, ich möchte erstmal einfach ein Quadrat machen. Ja, und dann machen die das und lernen. Und dann, also durch diese Wiederholung in viele verschiedene Anwendungsgebiete, da kommt dann das Muster in den Kopf rein. Ja, und unser Ziel ist, dass diese Schüler vielleicht irgendwann bei Ihnen in der Firma sind oder irgendwo arbeiten und sitzen in einer Besprechung und alle in der Besprechung
argumentieren für ihre Idee. Ja, das ist die richtige Idee und das wird so gehen und wenn wir das machen, das ist die Lösung. Ja? Und dass diese Person, die Katha im Klassenzimmer gelernt hat, sagt, warte mal, das sind alles Ideen, die müssen wir jetzt testen. Ja? Und Sie haben schon gesehen, die Experimente, wie wir lassen die Schüler bzw. Sie mehr als ein Faktor variieren. Ja, das ist nicht besonders wissenschaftlich in der Hinsicht. Was wir erreichen wollen mit Katha im Klassenzimmer ist, hier oben ist ich glaube. Ja? Etwas mehr wissenschaftlich wäre, wir müssen unsere Ideen testen. Noch wissenschaftlicher ist, ich variiere immer nur einen Faktor. Noch wissenschaftlicher ist, oder noch komplizierter, sagen wir mal, Multifaktor, wenn ich das richtig sage, Experimente. Ja, da muss man schon fast Profi sein. Ja. Was wir versuchen zu erreichen mit Katha im Klassenzimmer ist, von dort, wenn wir das erreichen, wenn Wissenschaft nicht mehr, wissenschaftliches Denken nicht mehr für Wissenschaftler im Labor ist, sondern eine Lebensfähigkeit, die wir alle haben, und auch wenn wir nur dahin kommen, ja, dann haben wir schon viel erreicht, wahnsinnig viel erreicht. Übrigens, Sie werden heute verdorben. Sie werden nie wieder einen Politiker anschauen können, der sagt, ja, das ist das Problem und hier ist die Lösung. Ja? Sie suchen dann vergebens erstmal nach dem Politiker, der sagt, ja, wir kennen das Problem, wir sind auch, wir stimmen überein, wo wir hinwollen. Ich weiß nicht genau, wie wir da hinkommen. Wir haben unsere Ideen, wir müssen experimentieren. Der wird natürlich nie gewählt. Ja? Der andere, der sagt, ja, so ist richtig. Ja? Aber wir könnten ja das Saarland abzäunen und als Experimentierfeld benutzen. Hey, hey. So, ich weiß, wir sind knapp an der Zeit, aber ich will das, weil Sie gesagt haben, und ich bin froh, dass Sie es gesagt haben, leider 4 Sekunden langsamer geworden. Ja? Hat irgendjemand hier das Video von Jeff Likers Vortrag auf der Katha-Konferenz in Florida von letztem Jahr gesehen, dieses Video. Ja. Ja, du hast einen Vortrag gesehen, genau. Und er erzählt von einer Dame, einer Professorin an der University of Michigan, sie ist Asiatin, und was sie interessiert, ist andere Denkweisen, Verschiedenheiten, Entschuldigung, Differences, in den Denkweisen von Japanern und Amerikanern. Und sie hat ein Experiment gemacht, und zwar hat sie einen Teppich ausgelegt mit Quadrate und unter dem Teppich hat sie Sensoren eingemacht und wenn man auf diese Felder mit Sensor tritt, ja, summt es, Fehler. Ja. Und die Aufgabe ist, man kann nicht sehen, wo die Sensoren sind. Ne? Und die Aufgabe ist, du musst von hier nach hier kommen. Das hat sie erst mit Amerikanern gemacht. Und die gehen in etwa so vor. Die laufen, bis es piepst, dann gehen sie zurück und sagen, okay, da ist einer. Ja, dann versuchen sie es nochmal, dann piepst es hier. Dann sagen sie, oh ja, da ist der und der. Ne? Und sie sagt, irgendwann bleiben die dann stehen. Dann sagen, okay, ich weiß nicht, wie ich da durchkomme. Ja? Dann hat sie das mit Japanern gemacht und die machen das so. Gleiche Voraussetzung. Die sagen, oh, okay, piep, 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 piep. Okay, jetzt weiß ich, wo sie sind. Ja? Und dann nochmal und dann nach 2, 3 Experimente dieser Art, leider hat es gebiepst, aber man hat gelernt. Ja? Ist schon ein Ding, ist schon interessant. Ist schon interessant. Natürlich müssen Sie Ihre Experimente machen, damit Sie nichts schaden. Ein Experiment kann den nächsten Prozess, den externen Kunden, kann nichts kosten. Das ist auch eine Kunst, dass die Coaches den Lernern beibringen. Wie können wir deine Idee testen, aber jetzt sofort, also schnell, preiswert und dass es niemanden stört. Ja, das ist natürlich wichtig bei dem Experimentieren. Okay, Katha im Klassenzimmer. Wunderbar. Also dann